Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch mal wieder ein Loom-Armband zeigen, und zwar dieses Dragon Scale-Armband. Das finde ich besonders hübsch. Das hat eben diese schwarz-weißen Außen und das pinke Innen. Ich mag die Kombination sehr gerne mit dem knalligen Pink und dem Schwarz-Weiß-Muster. Ich zeige euch das heute auf dem Loomboard. Ihr braucht nur eine Reihe von dem Loomboard, die habe ich mir rausgenommen. Einfach ausbauen eine Reihe, die reicht dann schon. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch auf Gabeln machen oder auf einem Kamm. Da habe ich auch schon Videoanleitungen zugemacht. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da findet ihr dann andere Anleitungen dazu. Und in diesem Video zeige ich euch das, wie ich dieses Armband gemacht habe mit diesem Muster und in diesen Farben. Und los geht's mit der Anleitung. Ihr braucht zusätzlich eine Häkelnadel. Und natürlich ungefähr 60 Loom-Gummis, je nachdem, wie viele ihr benutzt. Also wie lang das Ganze werden soll. Ich starte auf dem zweiten und dem dritten Pin. Hier fange ich an zu zählen. Das ist der erste, das ist der zweite, der dritte und der vierte. Ihr braucht insgesamt 4 Pins. Ich starte auf dem zweiten und dritten. Dort gebe ich ein Loom-Gummi als X auf. So. Dann kommen 2 weiße und schwarze. Die gebe ich jeweils auf den dritten und vierten und auf den ersten und zweiten. So sieht das Ganze dann aus. Dann kann ich hier sehr gut in die Pins reingreifen mit meiner Häkelnadel und hebe das pinke Gummi einfach oben ab und gebe es nach hinten rüber. Das Ganze sieht dann so aus. Es liegen nur noch vorne die schwarzen und weißen Gummis. Dann nehme ich ein neues Gummi und gebe es wieder über den zweiten und dritten Pin hier. Und dann loome ich darüber das Schwarze ab. So, das ist der Anfang. Und dann kommen wieder schwarze und weiße Gummis nach außen. Und jetzt loome ich 4-mal. Und zwar außen jeweils und dann auch in der Mitte. Einfach das untere über das obere ziehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht schon den Anfang des Musters. Wenn ich jetzt wieder nur schwarze und weiße auf meinen Pins habe, gebe ich wieder ein pinkes auf in die Mitte und loome wieder das schwarze und weiße von unten ab. Wenn ich dann wieder in der Mitte pink habe und außen schwarz und weiß, kommen wieder schwarze und weiße auf die äußeren. So. Und ich loome wieder 4-mal ab. Dann wieder in der Mitte pink. Ihr seht, das läuft immer abwechselnd. Wenn ich pink aufspanne, loome ich nur über der Mitte ab. Und wenn ich jetzt schwarz und weiß aufspanne, loome ich 4-mal. Also erst außen und dann auch die pinken. So, so entwickelt sich der Verlauf. Und hier sieht man schon den Anfang vom Armband. Und so arbeitet ihr einfach, bis ihr die Länge erreicht habt, die ihr haben möchtet. So sieht das Ganze jetzt nach einer ganzen Reihe Durchläufe aus. Das Muster ist super zu erkennen. Und hier unten in das erste Gummi, was ich auf X aufgespannt habe, habe ich schon einen Schließclip reingetan, in diesem Fall einen S-Clip. Hier oben habe ich jetzt gerade das Pinke abgeloomt. Und jetzt mache ich den Abschluss, indem ich die äußeren Gummis jeweils nehme und einen nach innen gebe. Also von der vierten Position auf die dritte Position und von der ersten auf die zweite. Jetzt habe ich nur noch den zweiten und dritten Pin bespannt, dafür aber jeweils doppelt. Dann nehme ich ein pinkes Gummi, gebe es drüber und loome beide unteren darüber ab. So.
Jetzt habe ich das nur noch auf dem pinken Gummi hängen, das komplette Armband. Jetzt nehme ich den Schließclip, hole mir beide Gummis von den Pins. So. So sieht das Ganze dann aus. Und das Armband ist fertig. So, ich hoffe, euch hat die Anleitung genauso gut gefallen wie mir. Ich finde das Armband super, super niedlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns doch ein Abo da. Das wäre auch super. Und wenn ihr noch Ideen, Anregungen oder Wünsche für uns habt, einfach unten in die Kommentare damit rein. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbei. Und bis zum nächsten Mal.